Wenn du mit einer neuen leeren Datei beginnst, so gibt dir Word schon die Formatvorlagen vor und die sind gestalterisch nicht über alle Zweifel erhaben. Nun, das kann man natürlich manuell ändern, aber wenn man häufiger mit Word arbeitet, dann ist das doch ein Ärgernis. Deshalb empfiehlt es sich bei häufigerem Gebrauch eben diese Ursprungsdatei, auf die Word zugreift, eben zu ändern. Diese Datei heißt normal.dot und die ist leider ein bisschen versteckt. Am einfachsten findest du sie über Datei öffnen. Normalerweise zeigt dir Word dann den Ordner der Benutzervorlagen an. Falls dem nicht so sein sollte, findest du hier den Pfad. Sie liegt also unter Lehrer, Library, Application Support, Microsoft Office, Benutzervorlagen und hier drin normal.dot. Und wir öffnen hier das Original und hier drin arbeiten wir nun also auch. Ich wähle als Standardansicht das Drucklayout und wählen wir gleich mal die Überschrift 1. Die ändern wir jetzt aber. In meinem Fall auf Helvetica Neue 18 Punkt und Schwarz. Dann übernehmen wir diese Formatvorlage und du siehst, sie ist schon geändert. Wechseln wir auf Überschrift 2, auch diese wird geändert. Natürlich sollte das wieder dieselbe Schrift sein, einfach etwas kleiner. Und ebenso schwarz. Auch das wird geändert. Übernehmen wir noch den Standardtext, der soll nur 10 Punkt sein, dafür Helvetica Neue Light. Und auch der, ja, vielleicht noch der Zeilenabstand, da wähle ich Punkt 3, damit der Text etwas luftiger wird. Auch hier wieder wird es aktualisiert. Und jetzt kann ich den Text eigentlich auch wieder löschen und die normal.dot-Datei speichern, schließen. Und wenn du jetzt eine neue Datei machst, so siehst du, hast du nun deine neu definierten Formatvorlagen drin. Natürlich im Moment noch unvollständig.